Hallo und willkommen zurück zu Miss Survival mit mir, der Selina. Und mir ist gerade aufgefallen, ich weiß nicht, ob wir hier schon mal waren. Ich wollte ja eigentlich erst zurückfahren und mich dann nochmal bei euch melden. Aber dann ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob wir hier schon mal waren. Und wie es aussieht, waren wir hier tatsächlich noch nicht. Und deswegen wäre es doch eigentlich am besten, wenn wir jetzt hier einmal durchgehen, oder? Dann nehmen wir mal das Brecheisen mit und sagen mal den Nachbarn Hallo. Sind zwar ein bisschen weit entfernte Nachbarn, aber ja, Nachbarn sind Nachbarn, ne? So, dann haben wir hier das Holz, können wir ja mittlerweile auch schön einlagern. Also wenn wir jemand anderen haben, der das für uns geschnitten hat, warum nicht? Wir schmeißen das Holz auch gleich mal hier ins Auto rein. No Holz im Inventar, no cry. Nee, wir haben mal ein bisschen Platz für andere Sachen. Versteht sich. Ja, das Schwein ist abgehauen. Ist okay. Für mich. So. Zack. Müssen wir mal gucken, dass wir den Moonshire dann bauen. Oh. Wird es neblig? Ich glaube, es wird neblig, ne? Ja, es zieht zu. Von jetzt auf gleich zieht es zu. Oh, da ist nochmal eine Batterie. Ich habe sehr viele Batterien, fällt mir auf. Und ich laufe hier immer noch rum, obwohl der Nebel zuzieht. Was nicht sehr klug ist. Ja, wir laufen ja jetzt schon hoch. Dann können wir nämlich ein schönes Mittagsschläfchen machen, während die unten rumlaufen. Ich bin froh, dass das hier eine Tür hat. So, sonst wäre ich verloren. Kann ich hier kein... Ich kann nicht auf dem Boden schlafen. Oh, also nicht auf dem Boden, sondern... Oh, verdammt. Ich kann nicht auf der Couch schlafen. Schade. Noch eine Shotgun. Gott sei Dank, man gibt die Shotgun. Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein. So, wir gucken mal, Pistole. Na gut, 13 Munition. Schaffe ich nicht. Shotgun ist auch zu viel. Werden mal gucken, was ich noch so dabei habe. Ja, ein Stein. Ein Blatt. Das brauchen wir nicht wirklich, ne? Da nehmen wir doch lieber Munition mit. So. Das haben wir. Das haben wir auch. Und Zigarette. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, ich weiß, ich könnte es an den Händler für irgendwas eintauschen. Aber, ja. Ne? Wo ist der nächste Händler? Ist ganz leise, das hört doch niemand. So, sehr schön. Oh. Ja, ja, nice, nice. Fishing Rod. Nice. Oh, gleich mal, gleich ausrüsten. Aber sofort ausrüsten. So, Equipment, nein. Gears. Back. Manage. Zack. Rod. Sehr gut. Dann machen wir nur noch einen Reel und Lure. Not ready. Ja, I'm not ready. Are you? You da hast du recht. So. Das gibt Essen, gibt ein bisschen Trinken. Die Früchte sehen auch köstlich aus. Besonders dieses ganze Weiße da drin, das macht mir Hoffnung. Ich weiß ja nicht wie ihr, aber ich habe noch nicht so oft sowas gesehen. Ich möchte nicht sagen, dass es ekelhaft aussieht, aber ich denke, dass es ekelhaft aussieht. Die Sache ist, ich weiß gar nicht, ob ich ohne Schlafsack hier schlafen kann. Oh, kann ich. Sehr gut. Dann machen wir doch mal ein Schläfchen. Von 2 Stunden. Bis dahin müsste sich ja der Nebel verzogen haben. Und mit ihm seine Bewohner. So, hier haben wir noch Umzugskisten. Ja, ist okay. Ist okay. Tadam, 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 tadam. So, gucken wir mal in der nicht, dass hier irgendjemand das Fleisch noch rausgeklaut hat. Ja, wir können halt nichts stapeln. Ich bin am Überlegen. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich nichts rausschmeißen würde jetzt.
Ich habe immer noch ein bisschen Hunger, also das kann noch gehen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall oben noch die Munition mitnehmen, die leere Hülse. Okay, das sieht halt auch einfach nicht gut aus. Es sollte eigentlich Pastete sein. Also Pastete. So je nachdem, was da drauf steht. Ich schmeiß das mal hier, weil ganz ehrlich, Stoffe haben wir eigentlich zu Genüge. Handschuhe eigentlich auch. So. Das nehmen wir mit. Schere weiß ich nicht. Braucht man, glaube ich, auch zum Nähen und so. Ansonsten nehmen wir das hier. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ich würde tatsächlich das hier... Ach, komm. Wir schmeißen das einfach hier raus. Badam, bam, bam, badam, bam, 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 badam, bam. Hui. Und ihr wisst ja später, wenn wir das Auto haben, wo wir beladen können, würden wir sowieso nochmal alles abfahren und machen wir dann. So. Dann fahren wir jetzt nach Hause. Wieder weg unsere Route. Badam, bam, bam, badam, bam, bam. Keine Ahnung, ich habe einen Ohrwurm heute. Ach komm, das Auto lässt sich kaum unter Kontrolle bringen. Ne? Das Auto ist schuld, übrigens. Ah, what the hell? Das liegt da einfach. So, ich komme angerast, da liegt da einfach. Okay, zurück, Gas geben. Nee. Dass ich das Schwein nicht überfahren kann. Das hier ist nicht mein Zuhause, oder? Nee, aber ich glaube, hier waren wir auch schon. Das ist das, der Nachbaraussichtsturm. Das da hinten ist unser Zuhause. Da, wo viel Grün. Da, wo viel Grün. Ja. Hui. Hallo, ich bin zu Hause. Ich hab Fleisch mitgebracht. Achso, ich bin hier alleine. So, krieg ich. Ach, nee. Es macht auch nicht mehr Puff, ne? Muss ich halt. Also ich stehe auf jeden Fall schon mal gut. So, jetzt noch einmal. Jetzt müsste ich aber richtig eingepackt haben, oder? Ja, das sieht gut aus. Das sieht schon besser aus. Das ist das, was ich da vorher gemacht habe. Genau. Schön zur Straße hin. Motor aus. Sehr schön. So. Dann können wir... Achso, erstmal... Genau, erstmal tun wir das ganze Zeug hier weg. Und dann können wir nach und nach alles andere hochbringen. Jetzt braucht man halt natürlich noch irgendwo, wo man die ganzen Bretter stapelt und so. Das würde ich auch noch schön finden. Weiß ich nicht, ob er das plant, das noch zu tun. Ja. So. Okay, ich würde ein bisschen Fleisch mitnehmen. Die Gedärme können wir dann gleich hinhängen. Ja. Ansonsten müsste ich hier tatsächlich nochmal zwei Sachen einschmauzen. Oder eine Sache. Ich tue das erstmal reinlegen. Ich tue das noch nicht einschmelzen. Weil ich tue das erstmal hier sammeln. Und jedes Mal, wenn ich so ein 8er-Stack habe, kann ich das nämlich da unten reintun. Bis ich genug habe. So, ansonsten... Zack, nochmal Fleisch mitnehmen. Weil ich habe ja jetzt nochmal Metall genug, um einen... ein Rad herzustellen. Ja. So, das hängen wir mal hin. Das soll trocknen. Und dann... Fleisch. Jetzt ist die Überlegung, soll ich das Fleisch so braten?
Na, ich werde wahrscheinlich sowieso nicht drum herum kommen. Weil mit 13 Dings komme ich auch nicht so weit. Von daher machen wir das so. Wir machen das so. Passt auf. Wir schmeißen das hier jetzt alles so einfach rein. So. Und verarbeiten jetzt erstmal die ganzen. Oh, jetzt habe ich kein Messer. Irgendwas ist immer. So, jetzt aber. Jetzt habe ich so alles. Genau. Es bleiben halt auch noch. Also für einmal bleibt noch übrig. Oh ja, schmeiß die Würste auf den Boden. Es sah schon ein bisschen sexuell aus. Muss ich ehrlich zugeben. Entschuldigung. Wir holen gleich noch mehr Fleischklumpen, weil wir müssen die alle auf jeden Fall verarbeiten. Und wir wollen ja noch das ganze Fett durchbrennen. So. Zack. Okay. Oh, wir kriegen gar nicht alle Würste hingehangen. Wir kriegen gar nicht alle Würste hingehangen. Ja, da gibt es nur eine Lösung, Leute. Wir bauen ein zweites Drying Rack. Ich meine, es ist nicht so, als hätten wir nicht genug Hölzchen, okay? Ja. Ich habe ja zwischendurch immer hier welche eingesammelt. Und Seile. Seile hatte ich auch mehr als genug gefunden immer. Ja, hier 16 Seile. Wir müssen tatsächlich erstmal unten das Zeug holen. Also das ganze Fleisch. Der Rest wird ja dann gebraten. Ich würde es aber ehrlich gesagt zu gefährlich finden, zu braten. Und gleichzeitig, dass die Fleischwürste herzustellen. Weil da habe ich schon ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht. So, hier spannen wir auch nochmal ein Fell hin. Zack. Ich hoffe, das andere verdirbt nicht, während das da liegt. Okay. Da muss ich mal gucken, dass ich auch den Alkohol dann zwischendurch immer durchlaufen lassen kann. Da kann ich nämlich Verbände herstellen. Uiuiuiuiui. So viele verschiedene Hochzeiten, auf denen wir nebenbei tanzen. Wie gesagt, das hier muss auch mal alles sortiert werden. Okay, passt auf. So, wir stellen jetzt erstmal aus den hier 16 Sticks her. 23 Minuten, easy going. Zack. So, das ist schon noch geworden. So, dann machen wir das hier fertig. Dann hängen wir schon mal die Würste, die wir haben, auf. Ich habe das Ding nicht zugemacht, ne? So. Ich würde jetzt auch erstmal hier reingehen. Aus Angst. So. Okay, dann einmal hier Würste herstellen. Ich sehe gerade, wir brauchen auch für die Fische brauchen wir immer zwei Salz. Das Salz wird ein Problem. Muss ich wohl meine salzigen Tränen nehmen. So. Dann nochmal hier ein paar Würste hinhängen. Zack. Und dann machen wir jetzt das Feuer an. Und tun hier Fleisch braten. Und beim anderen Fett schmelzen. Nee, Rinderfett. Haben wir 4 Stück von der kleinen Schweinchen. Ach komm. So. Und dann, you light my fire. So. Okay. Dann haben wir auch gleich morgen früh was Leckeres zu essen. Ist doch auch schön. So, rein mit dir. Und das Messer tue ich tatsächlich hier rein. Damit ich es auch wiederfinde. So, das schmeißen wir alle irgendwie da rein. Irgendwie. Ansonsten, wie geht's dir? Ist noch roh. Okay. Ja, werden das, denke ich mal, das die ganze Nacht durchlaufen lassen. Die Sache ist, ich wusste ja früher mal ungefähr, wie lange das läuft.
Ist mir jetzt auch ehrlich gesagt aber zu gefährlich. Ich meine, es war früher schon so eine Sekunde zu lang drin gelassen, zack, alles verbrannt. Was traurig. Das kenne ich noch. Ja. Ich bin mal gespannt. Also ich werde mir, ich glaube, ich stelle mir mal so einen wunden Schild her. Medium. Sehr schön. Aber ich glaube, Medium ist immer noch nicht gut genug so für mich. Ich glaube, der mag's nicht Medium. Oh, da brauchen wir 3 Stück, ne? Ah, 4 Stück, ja, also noch 3. 4, das wäre nochmal 1. Oh, ist fertig. Well done. So, sehr schön. Okay. Wir gehen jetzt auf jeden Fall schlafen. Ich würde auch tatsächlich das Wasser nochmal mitnehmen. Wir können nämlich hier unten dann den Spender herstellen. Das werden wir dann nämlich morgen tun. Dass wir das mal in Angriff nehmen. Jetzt erstmal schön ausschlafen. Schön 10 Stunden gib ihm. Badam, pam, pam. So, guten Morgen. Ist das alles durchgerendert? Sehr schön, das ist alles durchgerendert. Sehr gut. So, dann können wir uns jetzt auch schönes Stück Fleisch gönnen. Haben wir schon länger nicht mehr gehabt. So. Gluck, 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 gluck. So, Wasser macht müde Männer munter. Okay. Wir haben hier 11 Liter drin. Ich würde tatsächlich, ja, erstmal lassen wir das so. Ich würde nämlich erstmal anfangen, gerne den Chicken Coop zu bauen. Und dafür brauchen wir jetzt erstmal so die Stöckchen, die haben wir hergestellt. 4 Stück. Und 2 von den Compounds. So. Das heißt. Das lassen wir mal hier alles drin. Stöckchen holen wir oben. Das brauchen wir dann für den Wasserspender. Wir werden ja auch noch Blätter brauchen. Auf jeden Fall. Blätter und Bretter. So, klingt ähnlich, ist aber nicht das gleiche. So, das sind die Blätter. Ich weiß nicht, brauchten wir Federn? Nee, braucht man nicht. Ich weiß auch nicht, ob sich irgendwas geändert hat. Ob der Chicken Coop jetzt für irgendwas Sinnvolles da ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden es alles rausfinden. Das haben wir noch gebraucht. Ich weiß gar nicht. Seile? Seile habe ich, glaube ich, auch gebraucht. Ach doch, irgendwie werden wir auch Seile bestimmt brauchen. Bin ich mir sicher. Das ist die Line. Die brauchen wir jetzt primär nicht. Hiervon 4 Stück. Ich glaube, wenn ich das einschmelze, sonst auch jemals. Aber ich brauche das Zeug. Und wenn ich mal hier reinschaue, das ist ja eigentlich so meine gesammelten Werke. Das ist nicht viel. Das ist echt nicht viel. Und ich brauchte es ja jetzt erstmal für die Zäune. Ja, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wie gesagt, für mich ist jetzt primär erstmal auch die, ja, so nach und nach, ne? Dass wir das alles dann aufbauen. So, das erste Zaun. Genau, so. Und dann. Ich meine, ich könnte die auch einfach so verschließen, dass die nicht rauslaufen, aber ich wollte schon, dass die so ein bisschen Bewegung haben. Ich bin für freilaufende Hühner. Oh, das erste Huhn guckt schon. Das guckt schon. Nee. Aber er macht's, oder? Er würde es machen. Sehr gut. So. Zack. Dann können wir jetzt den Chicken Coop nämlich genau hier dran setzen. So. Hühnerhaus. So, zack. Und dann ist falsch rum, ne? Soll's. Oh, jetzt habe ich es abgebrochen. Ich bin aus Versehen auf Rechtsklick gekommen. Nein, falsche Richtung. Die Richtung. Genau. Funktioniert das mit den Hühnern eigentlich jetzt mittlerweile richtig? Ich glaube halt irgendwie schon nicht. Aber naja. Gut. So. Machen wir hier hin, oder? Ja. Zack. Okay, und dann geht es hier mit dem Zaun weiter. Es ist. Ja, hier können. Aber die. Können die nicht abhauen, wenn die hier oben drauf springen?
War da nicht was? Ach komm, was soll's. So, dann brauchen wir nur noch Nägel und ein paar Bretter. 9 Bretter und ein paar Nägel. Okay, gut. So. Ansonsten haben wir noch den Zaun. Genau. Und weiter geht's. Weil ich will mal gucken, dass ich vielleicht dann immer zwischen den Folgen, wenn ich so ein bisschen, also wenn ich nicht aufnehmen kann, dass ich dann das Ganze hier dann fertig baue. Ja. Wäre die Idee. So. Jetzt ist die Frage, will ich das noch ein bisschen weiter nach vorne oder will ich das jetzt hier schon umknicken? Ich glaube, ich knicke das jetzt hier schon um, oder? Ja. Würde ich dann so machen. Was? Auch keine Stöckchen mehr? Schrecklich. Ich kann auch, glaube ich, gerade keine mehr herstellen, ne? Hier ist auch... Ja, das sieht halt auch schief aus. Aber von hier aus sieht es nicht schief aus. Das ist das Wichtigste, dass ich hier eine geschlossene Einheit habe. So, da hinten kommt... Ja, geil wäre, wenn ich hier jetzt noch die Hundehütte hätte. Und die nicht da unten hätte. Wisst ihr, was ich meine? Aber andererseits will ich halt meinen Hund auch nicht alleine lassen. Also, ne? Weil er ist ja dann eigentlich in Gefahr. Als mein Begleiter. Und das möchte ich ja nicht. So. Okay. Okay. Gib mir Stückchen, gib mir Stückchen. Ja, mehr Stückchen. So, jetzt passt auf. Wir können den Baum nämlich stehen lassen. Weil alles, was wir wollten, sind die Stückchen. Nein, wir werden den Baum gleich noch zu Ende fällen. Aber nicht jetzt mit vollem Inventar. So. Haben wir hier noch einen? Nee. Ist nur ein Blatt, kein Stückchen. Weil ich möchte das jetzt zu Ende bauen, damit ich halt die Querstrebe habe. Damit ich das dann mit euch zusammen plane. Und alleine herstelle. Es ist gefährlich. Weil Nebel. Gut. Nix Nebel. Ha. Sehr gut. Ich werde dann auch gucken müssen, wo ich die Components herbekomme. Die sind ja später dann in Anführungszeichen kein Problem mehr. Weil man die eigentlich zu Genüge bekommen wird. Eigentlich. So. So, ist das gerade? Ich glaube, das ist gerade, oder? Ist das gerade? Nee, eigentlich nicht, oder? Doch, das ist... Es sieht auf jeden Fall gerade aus. Jetzt sieht es schief aus. Ah, egal, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ob das gerade ist? Das hier snappt halt wieder nicht an, ne? Naja. Alles beim Alten. Es gibt halt Dinge, die haben sich nicht verändert. Das ist okay für mich. Glaube ich jedenfalls. So, einmal. Es sieht halt trotzdem schief aus. Wenn ihr mal guckt. Ne? Ich muss es, glaube ich, so machen. Ach komm. Machen wir es doch andersrum. Genau. So sieht es aus, als würde es so ein bisschen nach außen gehen. Aber ich glaube, dieses bisschen nach außen heißt einfach, jo, ist der richtige Weg. So. Genau. Und dann zack, zack. Badum, bum, bum, badum, bum, bum. Super. So, jetzt noch eins, ja. Und dann müssen wir wieder um die Kurve.
da. Das heißt, wir müssen das hier wieder fertig bauen, damit wir gleich um die Kurve können. Ja. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Fertigo. Nein, falsche Richtung. Genau. Zack. Jetzt wieder. Ja, ich glaube, das ist richtig. Ich bin jetzt kein Zaunexperte. Kein Zaunperte. Wow. Und hier kann ich nicht mal mehr um die Ecke, weil ich nicht mehr genug Sachen habe. Aber es ist dann auch nur noch ein Zaun. Oh, ich weiß nicht, vielleicht mache ich auch zwei Zäune. Vielleicht. So. Okay. Ich habe auf jeden Fall keine Dings mehr. Das ist schlecht. Das ist richtig, richtig schlecht. Ich brauche die. So. Ein Stückchen fehlt. Hat jemand mal bitte ein Stückchen für mich? Ich fälle den Baum einfach mal zu Ende. Schade. Hoffnung war da. Es war halt, also bei mir war wirklich die Hoffnung, dass wenn ich den kompletten Baum fälle, dass dann vielleicht noch das ein oder andere Ding abfällt. Hä, also ich wollte gerade sagen, als würden die jetzt alle hier reinpassen. So, zack, 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 zack. Ja, das Geräusch ist schon interessant. So. Ich versuche die Leichen halt immer zu looten. Es funktioniert halt auch einfach. Ich würde gerade sagen, weil es ja damals mal den Bug gab. Und he's back. Na, 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 na. Nein. Irgendwie hat das gar nicht gepasst. Aber gut. So. Da war das eine. Da stellen wir jetzt einen kleinen Stock her. Und dann können wir da hinten um die Ecke. Und dann werde ich irgendwann mal ganz viele Bäume fällen. Und dann das hier zu Ende bauen. Wenigstens mal mit Stöckchen. So, zack. Okay, dann gehen wir hier. Snapst du bitte an? Ja, du musst auch erstmal nicht. Ach komm. So, zack. Um die Ecke. Ach komm. Ich glaube, so ist es auch okay. Ja. Ah, eigentlich muss es näher. Oh, ich sehe, oh mein Gott, ich bin einfach komplett drüber. Ich mache das dann zu Ende. Und ja, es ist ja nicht mehr so viel. Wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Ich würde sagen, nächste Folge gehen wir auf jeden Fall wieder auf Abenteuerreise. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.